Tägliche E-Mail-Flut hat uns voll im Griff, raubt uns oft den letzten Nerv. Das elektronische Postfach beherrscht uns scheinbar. Wieso wir so ineffizient sind und wie wir wieder Herr der Lage sein können, erklärt uns heute der Alfred Bertschinger. Er ist Experte für E-Mail-Management beim Schweizerischen Produktivitätsinstitut. Die E-Mail-Flut wird immer größer. Wir haben eine kleine Umfrage bei uns intern gestartet. Teilweise sind wir 2 Stunden täglich mit Outlook beschäftigt. Wieso haben uns die Mails so im Griff? Also die E-Mail ist zum meistverwendeten Kommunikationsmittel geworden. Also das wichtigste Arbeitsinstrument überhaupt für Manager und für Wissensarbeiter. Und es ist sehr schnell gegangen. Das ist, kommt vom Privaten ins Geschäftliche rein und innerhalb von 10 Jahren diffundiert das wirklich in die Geschäftswelt rein und wird sehr viel genutzt. Die E-Mails haben viele Vorteile, oder? Sie sind schnell geschrieben, schnell gesendet natürlich, ja. Es kostet nichts, das ist etwas, und man kann von einem zu vielen schreiben zum Beispiel, also dass Kommunikation 1 zu 4 ist möglich, und was auch, glaube ich, auch gut ist, ist, dass es asynchron ist, also man ist immer erreichbar, aber wenn man die E-Mail liest, das kommt nicht drauf an. Für viele ist der permanente Blick ins Postfach schon zum Automatismus geworden. Wie können wir also die Mails wirklich bändigen? Also eben, so unterbrechen, sich unterbrechen lassen, das macht die Leute ja gerne. So, also Ablenkung, so, dass man nicht muss produktiv arbeiten muss, würde ich sogar sagen. Ja, wie kann man es bändigen? Ich glaube, das Problem liegt darin, dass E-Mail aus dem privaten Bereich kommt. Es gibt keine Regeln. So. Die Erwartungshaltung ist ja so, dass jeder Arbeitgeber auch meint, dass man E-Mail schreiben kann. Aber das ist gar nicht so einfach, wie man denkt. Wie schreibt man denn richtig E-Mails? Es gibt verschiedene Prinzipien, die man sollte beachten sollte. Also wenn wir beim Schreiben sind, oder vielleicht grundsätzlich sind es eigentlich 3 Dimensionen. Das eine ist das Schreiben von E-Mails, das andere ist das Bearbeiten von E-Mails und dann ist noch das Verwalten, was es gibt. Beim Schreiben ist es sicher wichtig, dass man eine aussagekräftige Betreffszeile hat, dass man kurz und prägnant schreibt, dass man es auf den Punkt bringt, eine klare Message hat. Und was mir am meisten wichtig ist, dass man sich auch das Gegenüber vorstellt. Man sollte immer daran denken, dass am anderen ein Mensch sitzt. Also eine gewisse Höflichkeit gehört für mich dazu. Was halten Sie von Tags in der Betreffzeile, also sowas for your information oder EOM, end of message? Also Tags finde ich eine gute Möglichkeit. Das ist natürlich, muss auf Team-Ebene gemacht werden, die Tags. Es gibt 2 Ebenen eigentlich. Man unterscheidet die individuelle Produktivität, also wie der Einzelne mit E-Mail umgeht. Und dann gibt es eine Produktivität auf Team-Ebene. Und dort sind Tags sicher nützlich. Wichtig ist, dass alle wissen, was man darunter versteht, unter diesen Tags. Also es gibt das Beispiel von Orange Communication, wo das sehr produktiv anwendet. Die haben das etabliert mit uns, wir haben Regeln mit denen, also die Tags erarbeiten mit ihnen und die setzen das heute noch ein. Also, es geht so weit, dass sie sagen, wenn wir ihnen eine E-Mail schicken, dann schreiben sie uns selbst keinen Tag drin. So. Und was halten Sie davon, dass manche Unternehmen E-Mail-freie Freitage einführen oder sagen, ich mache mein Postfach nur morgens zwischen 8 und 10 auf? Hilft das was? Also Zeitfenster sind gut, würde ich sagen. 2 oder 3 Zeitfenster pro Tag, je 1/2 Stunde, je nachdem. Also es ist jobabhängig natürlich, wer viel. Es gibt auch Leute, die permanent mit E-Mail offen haben natürlich. Aber Zeitfenster sind sicher eine gute Sache. Von E-Mail-freien Freitag halte ich nicht so viel. Es gibt auch noch eine lustige Idee von Ökonomen, die sagen, man sollte einen Preis machen für E-Mail, dann gibt es weniger. Das wäre natürlich die Lösung. Also, oftmals haben wir ja wirklich Probleme beim E-Mail-Schreiben. Es herrscht CC-Mania, gleichzeitig regelmäßige Ping-Pong-Spielereien. Was soll man dagegen tun? Wie soll man sich verhalten? Wie schreibt man gute E-Mails? Also wie man sich so verhalten soll, man soll gute E-Mails schreiben. Das Verhalten vom Einzelnen, also wenn der Einzelne gute E-Mails schreibt, trägt er das raus gegen raus. Beim Schreiben ist sicher wichtig, Betreffsziel ist wichtig, weil das ist das Erste, was der Empfänger sieht. Die muss aussagekräftig sein. Und dann vom Aufbau her ist es umgekehrt als beim Brief. Das Wichtigste kommt im E-Mail zuerst. Die Floskeln kommen nachher. Weiter würde ich sagen, kurz und prägnant, eine klare Message dahinter haben. Und wichtig ist, glaube ich, auch, dass wenn man, bevor man ein E-Mail abschickt, dass man sich nochmal überlegt, ist das Ziel der E-Mail klar? So hat der Empfänger alle Informationen, die er braucht. Und dann, erst wenn man da reflektiert hat, auf Senden drücken. Und was machen wir mit den ganzen Leuten, die gerne in CC die Leute setzen, damit sie sehen, alle, was ich so leiste? Wir haben von der E-Mail-Kultur geredet. Es geht darum, dass man das auf einer Teambasis oder auf einer Organisationseinheitsbasis regelt. Man muss das irgendwie regeln. Die CC-Mails, die CC-Mania, wie sie sagen, kommt aus dem Ding raus, dass sich die Leute absichern wollen. Der Chef muss immer informiert sein, es müssen möglichst viele Leute informiert sein. Wir haben die besten Erfahrungen gemacht, wenn man das auf die Regel hat. Also man muss sagen, was heisst CC überhaupt?
Eine gute Story ist die, ich sitze dort an einem Workshop, es geht um E-Mails. Und dann sagt einer, ja, die CCs, die gehen bei mir automatisch in einen Ordner und werden nach einer Woche gelöscht. Und dann springt sein Chef springt auf und sagt, hallo, geht's noch? Oder wenn ich dir ein CC schicke, dann heisst das, dass ich will, dass du den Inhalt von dem Mail kennst. Also zur Kenntnis, oder? Und es ist eben gar nicht so klar. Fragen Sie mal bei Ihnen um, oder was die Leute unter CC verstehen. Werde ich tun. Wir sind bei Swisscom IT Services auf ganz vielen Kanälen mittlerweile erreichbar. Über UCC haben wir Instant Messages, wir haben das Telefon, wir haben Mail. Verlagert das nicht eigentlich die Problematik und jetzt müssen wir plötzlich auf allen Kanälen genauso präsent sein wie mit dem E-Mail und haben noch mehr Arbeit? Also die verschiedenen Kanäle sind das Problem für die Wissensarbeiter. Ne? Am Anfang hatte er nur zwei, eigentlich den Brief, dann ist das Telefon gekommen, irgendwie die zwei. Und nachher sind wir weitergegangen, wie Sie sagen, E-Mail, Instant Messaging. Man beobachtet Konvergenz, die Unified Communication nimmt dann eigentlich viel ab, indem die Eingangskanäle eigentlich minimiert werden an einem Ort. Outlook wird zum Cockpit von der Kommunikation, dass man dort darüber kann steuern. Ich würde sagen, also, und das belegt auch empirische Ergebnisse, dass gewisse Mittel eigentlich eine Ergänzung sind. Dass die Leute, also es ist zwar das Problem, dass man so viele Kanäle hat, aber die Leute fangen an, die Kanäle strategisch zu nutzen. Das Beispiel ist Instant Messaging, wo Instant Messaging eingeführt worden ist, hat man gemerkt, dass die Leute anfangen, das ein bisschen eben strategisch zu nutzen. Sie sagen, hey, wir treffen uns in zwei Stunden, weil ich bin jetzt gerade noch dran, oder so der kurze Austausch. Also es ist oft wichtig, dass die Leute den Zweck, also den Verwendungszweck von dem jeweiligen Kommunikationsmittel wissen. Und das geht auch wieder unter Regeln. Das muss man irgendwie irgendwo festschreiben, wo das ist, oder? Dass das andere klar ist. Gut. Was wären zusammengefasst Ihre fünf wichtigsten Tipps, wie wir produktiver werden können in unserer E-Mail-Kultur? Ich würde sagen, E-Mail sollte nicht als Pausenfüller genutzt werden. Ablenkung, das heisst, alle Benachrichtigungssysteme ausschalten. E-Mail sollte nur einmal angelangt werden. Also wenn man das E-Mail einmal aufmacht, sollte man etwas damit machen. Da kann man einen Termin daraus machen, zum Beispiel eine Aufgabe, wenn man es nicht kann beantworten kann. Zeitfenster für E-Mail einplanen, morgen, Mittag und Abend. Und durch die ausgestalteten Benachrichtigungssysteme kann man dann auch wirklich produktiv arbeiten. So, und Betreffsziel ist ganz wichtig, dass die Aussage kräftig ist. Wenn wir jetzt das alles beherzigen, was glauben Sie, wie viele Stunden fließen uns dann zusätzlich zu, die wir produktiver nutzen können? Also Sie haben gesagt, zwei Stunden brauchen Ihre Leute für die Bearbeitung von E-Mail. Ich würde sagen, das Ziel wäre, dass man es auf eine Stunde runterbringt. Also tatsächlich 50% Reduktion? Ich würde sagen, das ist möglich. Wenn man es auf Teamebene anschaut oder auf Organisationsebene, wenn man die Regeln etabliert, wenn man die Kultur probiert zu erschaffen, miteinander natürlich, da müssen alle beteiligt sein. Ein erster Schritt wäre vielleicht, dass jeder mal selber darüber reflektiert, wie er das macht und was er anderen eigentlich damit antut. Super, herzlichen Dank fürs Gespräch und die tollen Tipps.